Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres WWE 2K19 Heroes Modes Projekts. Ja, wir sind beim Royal Rumble. Der erste World Title ist schon gewechselt. Kevin Owens konnte Austin Aries besiegen. Sehen wir den nächsten World Title Change. Der, ja, wie es bei Raw so schön gecallt wird, der Undisputed World Heavyweight Champion Bray Wyatt muss seinen Titel in diesem Triple Threat Match aufs Spiel setzen. Gegen den Anführer des Anti-Bullet Clubs und der einzige, der kein Gold hat, Chris Jericho. Und dem Goldstandard die Überraschung des Universe Mode Projekts vielleicht schalten. Benjamin. Ja, wie ist das Match gekommen? Ist doch eigentlich komplett unwichtig, wie es zu dem Match gekommen ist. Okay. Denn das Einzige, was wichtig ist, dass schlussendlich Jericho mit dem Titel rausgeht. Mhm. Nachdem Jericho verraten wurde von einem Kollegen, der nicht anwesend ist, und noch ein Shelton Benjamin hinzugefügt wurde, ist die Chance plötzlich geringer geworden, denn ein Wyatt kann plötzlich einen Pin gegen einen Guy ansetzen, der ursprünglich nie für das Match vorgesehen war. Also, ich sag mal, das war Hochverrat. Darum, come on, Jericho. Gewinn den Kampf mit deinem Anti-Bullet Club. Was man ja sagen muss, Benjamin, nach den Leistungen der letzten Monate, hätte es sich schon verdient. Definitiv. Deswegen, Tiago von Zweck und Seite, sehen wir den guten Mann. Ja. Deswegen, er hat sehr gute Leistungen erbracht. Und deswegen... Auch Ex-Intercontinental Champion bei uns. Ein bisschen kann ich ja Jung verstehen. Ich meine, du hast ja alle Titel-Matches oder alle Raw-Matches des Pay-Per-Views quasi angesetzt und er hat sich übergangen gefühlt, er wollte ein bisschen mitbestimmen, hat dann Shelton Benjamin eingebracht und ich finde, für mich ist sogar Benjamin hier meiner Meinung nach der es schaffen wird, der hier der X-Factor hier, so gesehen. Was ist mit der Truppe von X-Pac? Nein. Weil, ja, und er könnte auch hier der allererste Mann sein, der einen sekundären und primären Titel hier halten kann, so gesehen. Deswegen, es wäre auch schon wieder hier ein neuer Rekord, quasi der hier gebrochen wird. Ich glaube dran, weil so Chris Jericho ist ein super Wrestler. Nichts gegen ihn, aber ne? Da muss ja nicht über ein Wild sein im Finish. Best in the world. Was ich von Bray Wyatt halte, das wisst ihr alle. Die Zuschauer hören gerade ein neues Theme. Den Chris Jericho. Wie schon Jericho angekündigt hat, er fand sich verraten, das muss auch zum Verräter werden. Was ist da besser als das Theme Judas von Fosse? Passend zum Pay-Per-View seine Theme gewechselt. Judas Song, den ich sehr cool finde, also ich bin da Daumen hoch auf den Teamwechsel. Also nichts gegen Worlds of Jericho, ist auch ziemlich ikonischer, guter Song, aber ne, muss man ein bisschen mal immer was anderes haben nach so vielen Jahren. Aber mal schauen, ob ein neuer Song reicht, um World Champion zu werden. Aber ich gehe tatsächlich einfach mal auf Jericho, ist so mein Tipp, so als erfahrener Veteran und so. Der ist sich hier nochmal in seinem fünften Frühling, kann man ja bald sagen. Ja, die guten Comebacks, wie er schon hatte. Vielleicht nochmal das große Gold holen möchte. Ja, er hat ja nicht wirklich Comebacks. Er macht immer nur Pause, damit auch andere mal zeigen können, was sie können. Damit er dann halt, wenn er wieder da ist, ist halt wieder da. Und dann sind die anderen halt. Das stimmt schon. Ich bin auch ein großer Fan von Jericho. Ist ein Mann, der sich immer und immer und immer wieder neu erfindet und immer wieder irgendwelche neuen, grandiosen Ideen aus dem Hut zaubert. Ein Mann, der gefühlt alles kann und auch alles machen kann. Und dann haben wir den Mann, der zufälligerweise World Champion bei uns ist. Er hat es immerhin noch gewonnen. Also er ist nicht umsonst World Champion. Also. Und er hat quasi dreimal den Titel gegen Mustafa Ali verteidigt. Und das waren auch alles keine easy Matches. Ja, eben. Ja. Mustafa Ali war noch nicht bereit. Den Titel hat er im Fatal 4-Way Match gewonnen, da hat er Glück gehabt. Naja, schauen wir mal. Ich will Ali nicht absteigen, also seiner Qualität, aber im Vergleich dazu zu einem Chris Jericho
ist Ali halt doch immer noch recht unerfahren. Und nach 4 Versuchen, oder nach 3 Versuchen nicht den Titel zu holen, ist doch etwas mager. Ja, also Ali ist ein Future World Champion, aber das war noch nicht, er war noch nicht bereit. Deswegen. Und das kann man natürlich nicht mit Benjamin oder mit Jericho vergleichen. Die haben schon viel erlebt, die sind bereit dafür. Wie gesagt, yes. Gerade Jericho unter Zugzwang hier heute, ne? Wie sieht's aus? Hm. Und der Anführer des Anti-Bullet Clubs als einziger Kerl, ja, läuft durchs Bild. Ohne Titel da steht. Es kann sein, dass dann so ein Rhodes vielleicht den Posten beansprucht und vielleicht sogar die Office of Pain. Ich sag jetzt mal, wenn so die zwei Guys sich vor dir aufbauen, dann gibst du, glaube ich, auch erstmal Ruhe. Ja. Aber, es ist der Plan von den vom Anti-Bullet Club, die Most, die alleinige Macht über Raw zu nehmen, scheint ja bis jetzt recht gut aufzugehen. Sehr wohl. Das sah bis jetzt gut aus. Ich meine, hey, wenn Jericho hier noch krönt, dann was für Zeiten erwartet Raw? Goldene Zeiten. Der Gold Standard. Fall die Ära des Anti-Bullet Clubs, so gesehen, würde damit offiziell eingeäschert werden. Der Fight Club hatte ja halt auch einige Titel bei SmackDown damals geholt, aber konnten sie nicht zeitgleich halten. Deswegen, das wäre hier in unserem Universe-Projekt die erste. Warum hat der Fight Club eigentlich nie einen Tech-Team-Title-Match letztes Mal bekommen? Ich weiß es gar nicht. Gute Frage. Weil halt, ich glaube, das waren nur 3 Mitglieder und deswegen halt quasi. Naja, aber die können ja Owens für sich und Gustav von Zwecker konnten. Okay, jetzt mit der Ghost und Benjamin eskaliert. Let's go. Ja, und okay, auch gegen Jericho. Weg mit dem Müll hier. Ja, aber ich gehe auf jeden Fall mit Jericho. Okay, 3 Leute für Jericho, ich bin jetzt wieder hier für Benjamin. Ist. Und Kaino ist bei White. Ja, Underdog Champion. Ich glaube, Jung ist bei White. Ja. Aber der ist nicht da. Aber ja, wirst du alle, also, ne? Es gab einen Grund, warum ich White 1 entfernt habe. Oh, Alter, ist Benjamin, du Monster. Ah, jetzt aber vorbei. Ja, Dragon Screw von Wyatt. Erstmal hier, oh, Running Cross Body. Erstmal hier jeder gegen jeden. Keine Krüppchenbildung. Hier sieht jeder jeden als Feind. Keine. Ja, oh, wieder dieser Cross Body. Keine kurzen Allianzen hier untergehen. Alter! Er rennt einfach alle um. So, und Wyatt räumt den Ring auf. Jo, die haben ja richtig Interesse. Aber wir sind in der Triple Threat Match. Es gibt ja an sich keine Championship Advantage. Nein, kein Advantage, kein Countdown, keine Disqualification. Wyatt, auf die Steel Steps. Alter, das ist Zerstörung hier. Wyatt denkt sich so, keiner tippt auf mich hier. Ich zeig euch erstmal, was ich von euch halte. Das geht gegen den Pfosten, oder nee? Nee. Benjamin scheint rauszukommen, ja, kann sich befreien. Oh, das geht zu weit wieder in den Ring zurück. Elbow hinterher. Jericho mittlerweile auch wieder auf den Füßen. Come on, baby! Ja. Sagen wir mal so, Jericho, man muss ja auch Jericho, kann man ja auch anschreiben, so gesehen, dass er genau das auch geschafft hat, was Owens geschafft hat. Er hat sich auch 2-1 dann zurückgekämpft. Das war, ja. War auch ein großes Comeback von Jericho. Jericho hat gezeigt, dass er es Sieger ist. Er hat das Match dann beenden können, nachdem die anderen es gebraucht haben und es nicht geschafft haben, es zu beenden. Sie haben die Vorarbeit geleitet, aber den schlussendlichen Sieg hat Jericho rausgeholt. Jericho, der hier erstmal Atempause braucht. Oh, Benjamin mit dem Crossbody Counter vom Back Suplex. Ja, hat jetzt hier den Champion alleine im Ring. Geht jetzt auf das Bein, leckt die DDT. Ja, oh, Alter, weh, aber die geben sich halt nichts. Da geht's. Benjamin legt auf jeden Fall richtig los. Hat ja keine Lust auf den Status des Underdogs. Ja, echt mal. Auf keinen Fall. Also, ich sag auch, Benjamin ist diese. Und DDT! DDT. Ist hier diese unvorhersehbare. Und noch einer, jawohl! Benjamin wurde ja auch ja erst später dann dieses Match hinzugefügt. Die anderen beiden haben sich eigentlich auf 1-on-1 miteinander konzentriert. Ja. Oh,
Suplex. Benjamin wäre ja eigentlich, glaube ich, im Rumble gewesen, wenn ich richtig bin. Unmöglich. Ja, könnte sein, ich nicht mehr so im Kopf. Ja, stimmt, er hätte doch irgendwie so ein Quali-Match gewonnen, glaube ich. Ja, stimmt. Benjamin hat zugeguckt und hat nicht reagiert auf Wyatt. Ja. Wyatt gemacht. Wyatt, der jetzt hier Jericho für sich allein hat. Mhm. Aber Jericho kommt mit dem Vorarm. Stark. Ja, erstes Cover-Versuch, aber das Benjamin wird nicht hinkommen. Das ist gar nicht nötig, das war abzusehen. Ja, vielleicht ein Einroller von hinten oder so, nee. Chinbreaker. Enzo Gary. Ui. Schöne Kombi. Ja, und nochmal nachgetreten. Jericho mit dem Indian Deathlock. Rope Break dürfte es ja eigentlich nicht geben. Gut, jetzt spielt es eh keine Rolle mehr. Ist eh außerhalb, also ja, von dem her egal. Gerade eben war es noch unter, die haben sich ein bisschen weggeschoben. Ja, White jetzt auch wieder auf den Beinen. Schöner Back Suplex. Und Jericho will Finish machen und kriegt ihn bei der Chris. Nix ab. Da! Nix! Ciao, da. Chris! Nix! Adieu! Ja, Wild ist schon on fire, definitiv. Ja. Wobei hatte jeder so seine Phase bisher schon mal gehabt. Hm. Jetzt ist gerade der World Champ, der über allen steht. Da hebt sich hier Benjamin hoch und der kommt raus. Ja, Kaufversuch. Man kann es mal machen, aber. Und, ist die, aber wie ich immer so schön sagen, ja, auskicken kostet auch Kraft. Ja, eben. Ah, Jericho wieder da. Und Wyatt rennt einfach wieder beide um. Ja, also Wyatt hüpft hier wie ein Flummi hin und her. Und ja, alle um. Wir sind beide tot und Boden, aber der eine ist ein bisschen neben mir. Platz wurde bei Chris Jericho. Ja. Aber Jericho ist nicht abgeschrieben, definitiv nicht. Nee, Single Leg Boston Crab. Yep. Wyatt versucht auch gar nicht erst zum Seil zu kommen, würde ihm nichts bringen. Ja, kommt aber so rauszukommen. Benjamin auf die Hilfe hätte er nicht zählen können. Und Jericho ist wieder Benjamin weg. Benjamin springt vorbei, Wyatt hat ihn gar nicht so wahrgenommen. Jetzt aber... Er hat ihn wahrgenommen und... Uranagi von Wyatt. Ja, aber interessanterweise, ich weiß nicht wieso, Benjamin mag lieber zugucken, anstatt was zu machen. Oh, das zweite Mal ist, dass Wyatt aber zugeguckt hat und deswegen habe ich gegessen. Ist möglicherweise sogar eine gute Idee zuzuschauen, wenn man bedenkt, Aber nicht, wenn man direkt neben seinem Gegner steht. Stimmt doch. Ja, eben. Ja, solange er am Ende abstauben kann, auch gut. Jericho liegt außerhalb des Rings. Und das war's. Versuch. One. Ich wüsste auch gar nicht mal, was vorher überhaupt noch passiert war gleich. Oh, kommt der Jericho draußen an. Ja, Jericho hat ordentlich eins auf der Mütze schon bekommen. Oh, Sister Abigail! Sister Abigail of nowhere! Na, Jericho wird zu spät. One. Two. Three. Jericho war zu langsam. Ja, Jericho war jetzt der unser Underdog quasi und schafft es wieder, den Titel zu verteidigen. Ja. Wenn das Sister Abigail einfach out of nowhere. Und sag mal so, Jericho wird furious. Dann der Mann, der in dieses Match in seinen Augen reingeschlichen wurde, hat ihm den Titel gekostet. Ja. Das ist genauso, wie Bernie es schon befürchtet hatte. Ja. Weil Benjamin quasi zu schwach war, hat Chris Jericho sich nicht den Titel holen können. Chris Jericho, der als einziger Guy des Anti-Bullet Clubs ohne Titel dasteht. Ich glaube, da gibt es im nächsten Monat viel Konfliktpotenzial. Ja, gut. Sag mal so, rein technisch könnte jetzt Jericho argumentieren. Ja, ich habe noch meine faire 1-on-1-Titel-Chance verdient. Diese Ratte hat mir den Titel geklaut. Könnte er argumentieren. Wer weiß, aber sagen wir mal so, ich bin mir sicher, im Backstage-Bereich leckt sich gerade Cody Rhodes die Lippen. Auch wieder wahr. Vielleicht auch die Office of Pain. Vielleicht ist auch alles cool. Wer weiß. Ja. Wir können es ja nicht voraussehen. Genau. Aber was wir sehen können, ist, dass Bray Wyatt immer noch der ja All-Star World Heavyweight Champion ist. Ja, wo er weder Owens noch Bryan oder sonst wen besiegt hat. Was sagen Sie dazu, der Herr? Nichts. Okay. Ja. Nein, also, doch, es wird eine Antwort dafür geben. Dann
Wyatt wird morgen getötet. Ja, der wird gefressen, auf geht's. Aber ja, das, ich will ja nichts sagen, ne? Ich meine, Rip, Alter. Chris ist eine Legende, aber auch letztes Jahr bei Raw haben wir ihm so viele Chancen gegeben und Chris hat es immer geschafft, sie zu verkacken. Aber wie gesagt, hier hat er jetzt Chris Jericho in dem Sinne nicht verkackt, ne? Es hat Shelton Benjamin verkackt. Ja, der von Jung noch so reingeschoben wurde ins Match, eigentlich gegen die Planung, gegen Bernies Willen. Ja. Aber ja, Konsequenzen, Antworten, die werden wir dann wohl erst bei Raw kriegen. Vielleicht war das ja alles für uns Plan. Vielleicht war das seine Absicht hier. Ja. Ab. Aber ja, das nächste Match ist jetzt schon der Main Event. Genau. Royal Rumble. Das Männer Royal Rumble Match steht an. Wir schauen mal, wer alles dabei sein wird. Wir kennen nur einen Guy, beziehungsweise einen Guy fest auf der 30, Randy Orton. Ein paar Raw Guys sind uns bekannt. Ich glaube, von SmackDown ist gar keiner aus Orton bekannt. Ne? Kein Anschluss. Der 3. Kein Anschluss unter dieser Nummer. Boah. Aber ne, das ist gut, das erinnert mich auch, deswegen er hört sich ja selbst noch quasi so gesehen. Okay. Das heißt, er hört uns einfach nicht mehr. Ah, da ist er, du warst irgendwie kurz weg. Ja, ich habe euch die ganze Zeit gehört und ja, keine Ahnung. Bei dir war so Nummer 3. Ja, bei euch ist ja, glaube ich, nur Nummer 30 bekannt, Randy Orton. Wer sonst im Match ist, ist gar nicht keiner bekannt, ne? Bei euch? Nope. Der Rest ist Geheimnis. Genau, bei also, Raw kennen wir ein paar Guys. Schauen wir mal, was uns alles sieht. Freuen Sie sich, denn wir wissen ja, der Royal Rumble ist ja immer ein Quell der Überraschung und unerwarteten Siege. Wer weiß, wie es ausgeht, wer sich das. Vielleicht gewinnt Kevin Owens einfach das Rumble-Match und macht sich dann zum Double-World Champion bei WrestleMania. Ja, eben, dann fordert er einfach den anderen noch raus. Easy going. Und auch das Wyatt schaffen. Ja, egal. Auf jeden Fall, wir sehen uns beim Main Event. Royal Rumble. Alles da. Bis dann. Ja.